habe jetzt keine Ahnung, wie das mit dem Ton ist, aber ich habe jetzt so ein Kopfband hier. Also ich habe das jetzt eben ungefähr so eingestellt, dass ihr ungefähr alles das seht, was ich auch sehe, und dass ihr meine Hände immer so seht, wenn ich irgendwas mache. Also ja, Teil 2 Herbizid im Herbst habe ich euch versprochen, und das Ganze jetzt quasi mit meinen Augen, weil ich meine GoPro oben auf dem Kopf habe. Ja, ich habe das hier eben jetzt eingestellt, leider sieht man die Vorschau nicht, aber komm, ich zeige euch jetzt mal, wie ich aussehe, Alter. Das kannst du nicht ausdenken. Hallo. Ah ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt so durch die Gegend. Das habt ihr euch gewünscht, und dann setze ich doch auch gerne um. So, ich mache jetzt gerade die Spritze voll, Mittelchen und so sind schon alle drin. Und dann spritzen wir die letzten 10 Hektar, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Das Ganze ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal habe ich vor dem Wochenende gespritzt. Jetzt ist schon wieder Mittwoch. Und ja, es war halt einfach immer zu windig. Es war Brokkum am Markt, bin ich aber nicht hingewesen, hatte noch andere Sachen zu tun, war am Wochenende bei meiner Freundin. Und ja, war halt nicht hier und hatte auch nicht wirklich Lust, war noch ein bisschen mit dem Hakenlift unterwegs, deswegen. So, 1500 Liter sind jetzt drin. Ich warte jetzt mal, bis das Ding ganz voll ist. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, wenn das da oben ist. Jo, ich sehe aus wie ein Depp, Alter. Aber naja, gut. Ich melde mich später mal, wenn ich die Spritze voll habe und es zur Fläche geht. So, Alter. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so. So mit der Kamera und so. Ich hoffe, ihr seht genug. Also das hier ist so der Blick, den ich immer so habe. Ich klappe jetzt gerade das Gestänge aus. Ich weiß nicht, ob ihr das im Spiegel seht. Aber ich hoffe mal. So, das hier ist meine absolute Lieblingsfläche. 3 Hektar groß. Na, warum klappst du nicht aus? So, 3 Hektar groß. Und halt jede Ecke hat einen anderen Winkel. Und davon 14 Stück. Also, ja. Meine absolute Lieblingsfläche, wie man sicherlich verstehen kann. Das war hier beim Drillen, hier habe ich auch das Drillvideo gedreht. Hier habe ich mir schon am Rad gedreht, hier habe ich schlechte Laune gekriegt. Wegen dieser Fläche zweifle ich, ob ich das hochladen soll oder nicht. Also, weil ging halt einfach nicht, ne? Also da war ich echt ein bisschen salzig, und deswegen, ja, wie gesagt, ihr habt jetzt zu dem Zeitpunkt, also letzten Sonntag wurde jetzt das Maisstrohvideo hochgeladen. Ja, und jetzt mal sehen. Also es ist jetzt gerade relativ windstill. Huch. Ich stänge ungefähr einen halben Meter über dem Boden, dafür sind diese Dinger da ganz gut. Ich hoffe, dass meine Fahrgassen alle passen, aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Yo. So, jetzt haben wir allerdings, guck, da stehen noch 3,37 Hektar drin von der letzten Fläche. Das stimmt so nicht ganz. Ich will nämlich eine neue Fläche machen, da muss ich jedes Mal die neu, und dann sollen die aktuellen gespeichert werden. Nein, weil sonst ist die Fläche halt wie die Feldgrenze so groß gemacht, und dann passt das mal mit den Hektars nicht und so, und deswegen. So, neu, genau. So, und jetzt zurück ins Arbeitsmenü. So, und yo. Das ist jetzt so die Phase hier. Zapfwelle an, und dann 540 Zapfwellenumdrehung. Oder ein bisschen mehr, weil ich fahre ja gleich. So, mein Tempomat 2 auswählen, den habe ich jetzt runtergedreht. Bin vorher immer so 10 km/h gefahren, aber weil es jetzt halt so ein bisschen windig ist, wobei jetzt gerade sieht es windstill aus. Weißt du, damit es nicht so ein Sprühnebel gibt, ne? Damit das nicht alles wegweht. Das ist ganz wichtig. So. Die sind alle an. Er auch. Den Automatikmodus machen wir ein. Achso. Hinweis. Achso, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Nee, das will ich nicht. Ich will ihn anbehalten. Damit gleich, wenn ich überlappe oder so, damit dann halt schon passend Teilbreiten schaltet, und damit wir hier quasi Spritzbrühe sparen. Das ist auf dieser Fläche nämlich extrem wichtig. So, ich setze jetzt schön richtig sauber da in die Kante hier rein. So, wichtigste noch vergessen. Kleine Stufe und Allrad. Ah, jetzt dieses neue Film, du, das macht mich ganz nervös. So, schön sauber an die Kante ran hier. Da bin ich mit der Drille ein bisschen weit abgeblieben oder mit dem Rubber ein bisschen weit rüber gefahren. Eins von beiden. Gang und Abfahrt.
mehr Gas geben kann ich noch. So, guck. Guck, wie das jetzt geht. So, die Fläche, die wir jetzt bearbeitet haben, wird hier jetzt grün hinterlegt. Und wenn ich da gleich mit dem Gesprenge dann so rüberrake, ja, auf der Seite können wir ein bisschen hoch machen. So, jetzt steht er auch gerade so. Da sieht man dann hier der Panel-Ausgleich. So, überall, wo ich dann gleich rüberrake mit dem Gestänge, schaltet er die Teilbreiten dann halt dementsprechend passend zu oder ab. So, jo, das ist auf jeden Fall hier die Situation. Ich nehme euch jetzt hier in der Außenrunde einfach mal mit, damit ihr mal wisst, warum ich diese Fläche so liebe und warum ich hier beim Drillen halt ein bisschen angenervt war. Und diese Pöller da auf der Ecke, die nerven mich auch. Da bleibst du nämlich immer dran hängen, so beim Güllefahren. So, diese Bahn, die ziehe ich jetzt schon durch, denke ich mal. Glaube ich. Oder war das jetzt dumm? Ne, ich mach aus. Zack. Fahren wir eben zurück. Und so. Dann haben wir hier die Fahrgasse. Zack, da vorwärts rein. Hier, ja, da mit den Einsätzen, da fängt die Drille immer ziemlich früh an zu dosieren. Na, und dann siehst du die Fahrgassen da immer nicht so. Das ist ein bisschen kacki. So, jetzt muss ich halt längs weit zurück, genau zurückfahren. So, hier ist dann gleich die dritte Fahrgasse irgendwie. Also wenn ich da so an der Grenze dran bin, genau so. Zack, wieder an. Und ihr seht, jetzt ist hier schon grün, da war ich schon. Und da macht er nicht aus. Das ist kacki, das soll er nicht. So, Automatik, bestätigen. So, jetzt. Ha. Warte, und jetzt macht er gleich wieder auf. Zack, zack, zack. Weißt du, das ist so ein bisschen keilig. Da ging die jetzt halt nach und nach auf. Also genauso soll es halt laufen. So, ich fahre dann immer hier bis vorne hindurch, rückwärts, voll einschlagen und dann stehst du eigentlich schon wieder ziemlich genau in der Fahrgasse drin. Also fast zumindest. Guck, da ist der Pönöpel schon abgeschlagen. Ich glaube, das war ich sogar bei der Drille mit dem Striegel hinten. Und da stand ich doch nicht ganz passend. Bisschen zu doll rumgefahren, naja. So. Aber weißt du, sonst wärst du da wieder voll mit dem Gestänge reingeragt und jetzt irgendwas kaputt. Du willst ja natürlich nicht. So. Stehen wir hier sauber wieder, zack, an. Und jetzt geht das halt gleich noch da irgendwie 10 Meter in die Richtung, dann 20 Meter in diese Richtung, dann nochmal 30 Meter so, dann 30 Meter wieder so, dann wieder 30 Meter so, dann irgendwie 100 Meter so, dann 10 Meter wieder so. Also das ist extrem nervig. Wie gesagt, ich zeige euch die ganze Runde hier jetzt ungefiltert, damit ihr mal wisst, also ich habe halt, bin hier halt nur quasi, also nicht zu oft rumgefahren. Normalerweise machen wir das dann immer so, auf 21, dass wir diese vollen 21 Meter dann immer außenrum zufahren, also dann 7-mal Vorgewende fahren. Habe ich mir hier natürlich nicht angetan, hier bin ich nur 5-mal außenrum zugefahren. Ne? Aus gutem Grund. Ich habe für diese Fläche, für die 3 Hektar groß ist, da habe ich tatsächlich irgendwie über 3, also normalerweise schaffst du die ja eben locker, aber wenn du dann für so eine 3 Hektar Fläche irgendwie 4 Stunden brauchst oder so, oder über 4 Stunden, Junge, dann hast du halt einfach schlechte Laune da hinterher. Guck mal, hier ist die Bahn so kurz, hier weiß man gar nicht, wo die Fahrgasse ist, aber ich glaube hier, ja. Gut, noch kann man die Arbeitsbreite auch noch erkennen und so, von der Drille, da kannst du das auch noch abzählen dann, ne? So, dann hier auch wieder sauber ran an die Ecke. Das ist eine richtige Hassfläche hier, ey. Hier wieder sauber ran da. Oh, der rage ich schon über den Garten, ey. Ah, das ist so alles kacke hier, ey. So. Das sieht gut aus. Hinter mir natürlich wieder irgendein Masten, den ich in der Kamera nicht sehe. So.
so sieht das Ganze auf jeden Fall jetzt aus. Ich habe mir jetzt auch diese Dings, diesen Kopfgurt hier halt besorgt, weil sich das ja in den Kommentaren hier und da mal gewünscht wurde. Und ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Hier der 7810 Diaries, der macht das ja auch so. Und ich denke, aber meine Videos werde ich in Zukunft auch so Mix gestalten. Also ich werde nicht nur so wie der 7810 Diaries irgendwie da mit so einem Kopfgurt rumrennen, sondern ich werde halt beides irgendwie nutzen. Koppelt immer so ganz drauf an, was man so macht, ne? Aber ich denke, dass das so bei manchen Arbeiten schon gar nicht schlecht ist. Gerade wenn man beide Hände braucht und dass ihr dann auch halt seht, was ich sehe und so. Passt das jetzt ungefähr mit dem? Jo. Zack. Und hier braucht man auch Unmengen an Saatgut, weißt du? Wenn du, also ich meine hier jetzt so mit den Einsätzen und so, das ist auch irgendwie kacke. Also guck mal, weil da hat die, oder ich weiß nicht was, beim Einsetzen, oder es müssen die eigentlich die Einsätze sein. Weil wenn ich hier auf Go gedrückt habe, ne, guck mal, wo die schon angefangen hat zu dosieren und hier hat die ja noch nicht eingesetzt. Ja, der ist irgendwie da eingesetzt. Ich weiß ja, wo die, noch ungefähr, wo die Ein- und Aussatzpunkte waren. Weiß ich nicht. Dann muss man die Anfahrrampe auch nochmal irgendwie ein bisschen umprogrammieren von der Drille, dass das wieder, dass das ungefähr hinkommt. Oder halt dieses Vordosieren umprogrammieren, ne? Guck mal, hier unten sieht man auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber hier sieht man halt überall so diese kleinen Unkräuter, die da überall durchkommen. Und die wollen wir jetzt bekämpfen. Und wenn das jetzt alles passt und alles klappt und alles so ist, wie man sich das so vorstellt und wie man das will, dann kommen wir mit exakt einer Herbizidmaßnahme bis zur Ernte hin. Ist das nicht cool? Ist das nicht effizient? Aber das soll ja alles verboten werden. Von unseren Chefs da oben. Naja. Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Ist meine Meinung. Aber ich will hier gar nicht zu politisch werden. So. Bin ich hier gleich wieder am Vorgewende. Fahrgasse ist da. Weißt du, dann immer so spitze Ecken. Das ist so nervig. Und ihr fragt euch, wie oft will der denn noch drehen? Ja, Leute, wir haben jetzt die Hälfte vom Vorgewende, ne? Also ich muss jetzt nochmal so, dann da so runter, dann gibt es nochmal so um Ecke, dann nochmal da rein, dann da am Haus, dann nochmal so am Haus und dann nochmal wieder so. Und dann gucken wir uns das ganze Bild gleich. Wir können es ja dann hier einmal aus der Vogelperspektive uns einmal angucken. Ich sage euch, das ist richtig schön. Es macht richtig Spaß zu ackern. Ich habe die Fläche einmal gepflügt. Einmal habe ich die gepflügt. Da hatten wir die eigentlich. Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo wir die hatten. Und da hatten wir den Horsch auch noch nicht. Und dann habe ich hier gepflügt, Junge. Das war Katastrophe, sage ich euch. So, da auf der Ecke steht ein Masten. Mittendrin ist ein Masten. Die ist richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob die Fahrgasse passt. Ich glaube, die hätte ich nur einen weiter hier rüber setzen müssen, damit ich da in der Ecke, da in die Spitze nicht überbleibt. Aber das ist nur eine Vermutung. Kann auch sein, dass es hinkommt. Und da ist halt auch wieder so ein Holzbalken, wo man sich dann das Gestänge dran kaputt fahren kann. Ich finde sowas immer super. Ja, siehst du, da ist schon soweit. Wenn ich da jetzt vorfahre irgendwie, dann ein bisschen Ruck. Das ist krumm. Ich meine, man kann da ja irgendwie was hinsetzen, so einen kleinen Flock da unten hin und den dann schön mit Leuchtfarbe anmalen, dass man das gut sieht. Aber diese hohen Dinger da, das war mit allen möglichen Scheiß, das ist ja vollkommen egal. Drescher, Häcksler, Gülle, Fassgestänge, Spritze, Grubber am Vorgewende, Drillmaschine, Striegel. Du bleibst ja mit allem Scheiß, bleibst ja dran hängen und es geht halt einfach zwangsläufig kaputt. Wegen so einem ollen Pinöpel. Und das ist doch nervig. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Hier meine Rückfahrkamera, da kann ich auch mal ein bisschen sehen. Ich finde, die können noch ein bisschen nach oben, aber. Ja, warte, hier mal so einen kleinen Schlenker, da habe ich nämlich sonst Angst. Geht aber. Ich glaube, hätte auch so gepasst. Naja, aber.
lieber einen kleinen Schlenker machen als Bruch, meiner Meinung nach. Aber da ist diese, da ist das KG-Rohr auch schon zur Hälfte abgejagt. Das habe ich auch krumm gefahren. Irgendwie beim Drillen, glaube ich, auch mit der Drille einmal so ein bisschen reingetitscht, aber weißt du was, ist halt so egal. Ach ja. Hier so in die Ecke kommst du jetzt nicht rein, weil das hier so ein spitzer Winkel ist. Oh, Junge, ne. Und mach das mal beim Drillen, ey, oder beim Ackern, ey. Beim Pflügen, das war so schlimm. Ich habe für diese Fläche so lange gebraucht, wie ich sonst für 7 Hektar oder so brauche. Also wirklich, das ist so ein, da habe ich morgens angefangen und wäre es irgendwie nachmittags um 14 Uhr oder so weiter damit erst fertig. Das hat ewig lang gedauert mit dem ganzen Vorgewende hier. Katastrophe. Ich hoffe einfach mal, dass die Kamera jetzt aufnimmt, Alter. Das wäre sonst echt kacke jetzt, wenn ich hier alles so filme. Ich laber hier die ganze Zeit und da kommt nichts. Nee, ich gucke hier nachher drauf, nichts drauf. Ah, Katastrophe. Ja. Was ist denn hier? Warm fahre ich wieder zu meiner Freundin nach Schleswig-Holstein. Auch immer schön die Fahrt dahin, finde ich. Schön durch Hamburg durch, durch den Elbtunnel. Alle sagen immer, das kann man so kacke fahren, aber ich finde eigentlich, dass das voll geht. Also in letzter Zeit, Baustelle läuft. Ich meine, neulich, als ich da neulich hingefahren bin, die Leute bei mir in der Instagram-Story haben es gesehen, da stand ich da kurz. Aber das war gar nicht mal lange so. Also bin eigentlich richtig gut durchgekommen. Und ja. Fragen Sie mich natürlich auch welche, warum ich da ständig hinfahre. Sag mal so, ein bisschen Urlaub ist ja auch mal schön. Ich fahre sonst so selten weg und wenn ich jetzt wenigstens dann mal so ein paar Tage, ich meine jetzt auch Winter, ruhigere Zeit, Maisernte, Körnermais trocknen, das war so stressig. Und wenn man dann einfach mal für ein paar Tage, so für so ein Wochenende oder so, oder ein bisschen mehr oder verlängertes Wochenende wegkommt von der ganzen Scheiße hier, dann ist das gar nicht so verkehrt, finde ich. Alle anderen fahren auch immer weg, ich darf jetzt auch mal wegfahren, habe ich mir so gedacht. Auch wenn es nicht weit ist. Aber trotzdem weit genug, weil mich keiner anrufen kann, hier, mach mal hier eben dies, mach mal eben das, ich habe keine Zeit, ich muss zum Fußball oder so eine Scheiße, oder ich habe Besuch oder wir gehen grillen oder irgendwie sowas. Das funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr. Wenn ich dann weg bin, dann sage ich, du, sorry, Alter, ich bin jetzt, weg. Ne? Oder wir wollen zum Oktoberfest, dann ja, dann seht zu, wie er klarkommt, ich fahre nach Schleswig-Holstein. Irgendwie solche Sachen, weil sie die kann ich dann halt einfach bringen. Das hat schon Vorteile, so. Und ich fahre da auch gerne hin. So, jetzt haben wir die erste Runde hier geschafft. So,
überlappen wir hier einmal komplett, klack, 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 zack, so. Jetzt fahre ich da hoch, dann da den Rest, dann da die Spitze, dann da durch die Fahrgasse zurück, hierhin wieder zurück, irgendwie so. Irgendwie so machen wir das jetzt, denke ich. Aber warte, Vogelperspektive. Das ist die gute Fläche. Schön, oder? Ey. Die ist schön, oder? So, hier so, das ist, ne? Acker das mal. Achso, jetzt kann ich sie noch vermessen hier. Vermessen. 3,29. 3,29 Hektar sind das. Schön. Wirklich schön. Ah, er passt auf seinen Hund auf, dass er nicht auf den Acker rennt, weil er Angst hat, dass der Hund von meinem Zeug hier tot umfällt. Keine Sorge, alter Herr im Rollator. So schnell passiert das nicht. So, hier seht ihr, klack, klack, klack. Sind hier nach und nach die Teilbreiten schön aufgegangen, weil das ist ja ein bisschen teilig, genauso soll es laufen. So spare ich schön Mittel ein, hier dieses mit manuell schalten und so, weil das kriegst du ja sowieso nie so genau hin und du kriegst halt alles erwischt und du sparst Mittelwirkstoffe, bringst weniger Pflanzenschutzmittel aus. Und wir haben Ausfallmais hier in der Fahrgasse. Sieht man hier überall, wo so ein Maiskolben mal hingefallen ist, da läuft der Mais ein bisschen auf. Aber es liegt halt auch daran, dass es jetzt so derbe warm ist, weißt du? Es ist halt einfach so Broker am Markt, Junge. Wir hatten hier 20 Grad, über 20 Grad teilweise. Ne? Auch das Gras, wir haben Gras gemäht vor, ja, letzte Woche. Ja, letzte oder vorletzte? Irgendwie so. Vor gut einer Woche, ein bisschen mehr als eine Woche so. Und also wenn das jetzt weiterhin so warm bleibt, das ist schon wieder richtig gekommen, auch das Ackergras und so. Also gerade das Ackergras, das in der Weide das geht. Wobei, wo die Kühe laufen, das ist richtig doll rausgekommen. Ich meine, wir theoretisch brauchen wir gar nicht mehr zufüttern, aber wenn wir das jetzt mit dem Zufüttern aufhören, dann haben wir die Weiber da morgens wieder am Zaun stehen und dann blöken die uns da voll und nerven uns den ganzen Tag, weil sie Silo haben wollen. Ja, deswegen kriegen sie jetzt immer noch so ein bisschen, obwohl in der Weide eigentlich wieder genug steht. Also da ist richtig was nachgewachsen, weil es ist halt richtig warm, es ist richtig wüchsiges Wetter. Getreide ist auch derbe weit. Ja. So, aber hier mal eben rein wieder. Zack. An den Bums. Ich finde, Spritzen so ist eine ganz schöne Arbeit. So ein bisschen was mit Verantwortung, aber dürfen tut das nicht jeder, man braucht ja den Nachweis hier, den Pflanzenschutznachweis, diese Karte, ne, die müssen wir machen, damit wir das machen dürfen. Jeder Dulli kann sich im Baumarkt irgendwas kaufen, was man sich im Garten verteilen, das finde ich ja sowieso, das finde ich richtig gut, finde ich richtig fair, ne? Naja, so. Jetzt hier die Bahn eben noch hoch. Mach hier eben schon mal alle wieder an hier. Zack, zack, zack. Klick. Genau. Und da schaltet er jetzt nicht an, weil da waren wir eben mit dem Gestänge schon. Und jetzt müsst ihr hier eigentlich gleich dann auch wieder nach und nach abschalten. Ah ja, siehst du, ist zu. Jetzt ist hier nur noch dieses Ding hier auf, aber ich glaube. Ja doch, den muss er auch aufbehalten, ja. Meine Tachobeleuchtung hier ist kaputt. Finde ich ein bisschen schade. Aber Geschwindigkeit und so sehe ich ja Gott sei Dank noch. Also von daher alles gut. Und bin auch am Überlegen, ob ich den Trecker hier auch LED-Scheinwerfer nachrüste. Da habe ich nämlich irgendwie maximal Bock drauf. Auch so schöne Thomas-LED, wie ich am 724 dran habe. Aber kostet halt auch wieder ein Schweinegeld, die Scheiße. Ja. Hier schön durch die Fahrgassen durchfahren, möglichst wenig kaputt fahren, das ist immer wichtig. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Hassfläche hier schon mal gezeigt. Ich mache das hier mal eben fertig und dann mache ich die anderen beiden Flächen, drei Flächen sind es noch, die ich noch machen muss, ja. Die mache ich dann auch noch eben fertig. Ne, so sieht das ganze Spritzen dann hier so aus. Kopfhalterung, Junge, die kannst du aber auch nicht den ganzen Tag tragen. Hier so hier auf dem End. Also hier, ich habe ja dieses Plastikding da, wo die Kamera da so dran festgemacht ist. Ich meine, das kannst du. Also da ist irgendwie so ein Gummipuffer hinter und so, aber trotzdem, das drückt einem so auf den Stirn. Also über einen längeren Zeitraum. Also ich finde es jetzt schon anstrengend, das Ding da auf dem Kopf sitzen zu haben. Also ne, muss ich irgendwie schon.
ich schon sagen. Also, naja. Ich mach meinen Kram hier mal fertig und dann melde ich mich nachher mal. So, hallo. Nächster Morgen. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil ja, war schon dunkel, man hat auf der Kamera nichts mehr gesehen und ich wollte auch fertig werden. Ich habe Spritzen gestern Abend auf jeden Fall fertig gemacht, das sah ja nicht großartig anders aus als im letzten Video auch und halt, was ich vorher gefilmt habe. Ich habe die Spritze jetzt eben gewaschen, sauber gemacht und jetzt wird es halt eingewintert, ne? Also, ne? Ich habe da in dem Kanister, da ist Frostschutz drin. Jetzt wollte ich das allerdings einfach mit dem Schlauch da raussaugen, das geht aber nicht, weil das Loch zu klein ist. Deswegen kippe ich das jetzt erst hier rein in die alte Leckschale von den Kühen, die ist auch relativ sauber. Aber da ist noch ein bisschen Staub drin, schon Dreck. Naja, geht durch den Filter, soll wohl gehen. Und saugt das dann da aus der Schale raus, ich bin ja ein Fuchs. Ne? Deswegen, ich kippe den Kram da jetzt rein. Da sind irgendwie noch, keine Ahnung, was sind das hier, irgendwie 25 Liter Frostschutz oder so. Die sind auch recycelt, also mehrfach verwendet. Deswegen könnte das sein, dass das ein bisschen schmuddelig aussieht. Einspülschleuse. Ist da noch Wasser drin? Jo. Da ist noch Wasser drin. Ups. Ja, da sauge ich gleich noch mit weg. Ja, da stelle ich den so, dann zieht er das da so mit durch. Na komm. Schlauch da drauf. Noch Wasser von eben vom Spülen. Ach komm. Ich stelle erst an. Schon Drehzahl. So. Oh, guck. So schnell saugt er an. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ups. Das war anders geplant. Zack, weg ins Auto. So, jetzt bleibt so. Haha. Will ja alles mitkriegen, ne? Muss ja für die ganze Spritze reichen. So. Den letzten Schluck tue ich noch hier mit rein. So. Und da kann eigentlich nichts schief gehen. So. Jetzt pumpt er da fleißig rum. Das Ganze lassen wir jetzt. Warte, er soll jetzt ja von hier saugen, aus dem Tank. Das Ganze lassen wir jetzt einmal ein bisschen rundlaufen. Durch die Rührwerke.
schön in der Spritze verteilt. Und dann gleich noch einmal schön durchs Gestänge durch, dass da auch überall was drin ist und im Winter halt nichts kaputt friert. Das ist richtig. Aber hier die ganze Leitung, dass halt überall was reinkommt. Weil wenn da ist jetzt immer noch Restwasser vom Spülen und so drin, das ist ja nicht ganz raus, wenn das friert und so und sich ausdehnt, dann gehen die ganzen Leitungen ja alle kaputt und das wäre doof. Durchs Gestänge. Lass das Ganze jetzt einmal so ein bisschen laufen. Hier den Schlauch, den nehme ich schon mal wieder ab. Zack. Deckel drauf. Dann lege ich hier gerade hin, dann räume ich das auch gleich weg. So, jetzt können wir gerade mal gucken, was er anzeigt, wie viel drin ist. Und dann weiß ich nämlich, ob das genug ist. 9 Liter. Ja. Lassen wir jetzt noch ein bisschen laufen. Einmal. Und dann ist die Spritze auch winterfest. Und dann kann ich sie in der Halle stellen. Und die rollen da wieder drunter. Ja, und dann mache ich mit dem anderen Kram die Tage weiter. Aber vorher muss ich dann halt irgendwie noch da in der Halle einmal richtig schön sauber machen. Weil da halt das ganze Laub reingeweht ist. So. Weil beim 724 steht ja die ganze Zeit das Tor auf, weil der Hakenlift noch hinten dran ist. Beim 411er, wenn er unterwegs ist und so, und beim Deutz morgens, dann weht das da immer rein und ist kacke. Ne, aber die letzte Ernte im Jahr ist die Laubernte. So, 10 Liter, ja. Das soll aber noch bis so reichen, dass das überall hingeht. Naja. Guck mal da. Eine dicke Wespe oder sowas. Dass das Vieh hier reinkommt. Naja, ich lasse das dann auch ein bisschen rödeln und dann baue ich die Spritze gleich ab. Scheiße, wie jetzt? Hat sich das jetzt so hoch gedrückt? Oh nö, das heißt, ihr habt ja nur die Hälfte gesehen. Oh, Kacki. Ah, Kacke. Mando, ich muss mit diesem Kram noch üben. Also Kopfhalterung, da muss ich mich nur dran gewöhnen, so ein Scheiß. Naja, ist jetzt so, jetzt zu spät. Jetzt zu spät, Leute, sorry. Mando. Hätte ich vorher nachgucken müssen, ich Idiot. Naja, bis gleich. So, steht das Ding wieder. Ich sehe gerade. Egal. Davon geht es schon nicht kaputt. Naja, Leute, Spritze ist abgebaut. Pflanzenschutz 2022 ist abgeschlossen. Ich habe jetzt gerade das Zoom-Maul angebaut. Ich bringe jetzt noch ein bisschen Mist weg. Na, cool, ist wieder voll. Ihr seht's da. Und das Gespann muss ich auch irgendwie mal waschen. Gucken, ob ich da heute schon was, heute was mache. Ich glaube, könnte ich eigentlich ganz gut hier. Ich bringe gerade Mist weg und dann wasche ich den Hakenlift. Und den Trecker. Naja, ihr könnt mir mal sagen, was ihr von der Kopfkamera-Geschichte hier haltet, wie ihr das so fandet. Also ich persönlich merke, so ein Mix aus beiden, so wie ich es sonst gemacht habe, und dem Kopfding hier wäre jetzt so das Perfekte. Weißt du, weil wenn du so irgendwie auf dem Trecker was machst oder was einstellst und hier und da was zeigen willst und beide Hände hast, dann ist das ganz cool. Aber ich setze mir mal durchgehend so diese Videos so in dieser Form machen, wie das der 7810 Darius macht, finde ich, fühle ich jetzt irgendwie nicht so. Weil jetzt, wenn ich hier gerade so stehe und so rede, würde ich mich wohler fühlen, wenn ich das Ding in der Hand hätte und halt einfach in die Kamera reinlabern würde. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach so ein Experiment. Und yo. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert fleißig. Wie gesagt, sagt euch, wie euch das hier jetzt so mit dem Kopf gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.